So, und jetzt macht das in bewährter Anweisung der Alexander Kulbock. Naja, ganz kurz nochmal. Also wir haben schon erwähnt, dass dich der Staatssekretär zur Hertha geschickt hat und er hier und das ist er. Ja, gut, haben wir abgehakt, die Geschichte. Es gibt ja ein Thema, was im Augenblick die Gemüter nun wieder mal bewegt, weil es wahrscheinlich alle nicht so richtig verstanden haben. Böllerverbot. Die verbieten uns, machen uns jede Freude kaputt. Dabei, was soll da eigentlich passieren? Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Und schon die ersten Gespräche, die ich hier geführt habe, zeigt, dass es so ganz verschiedene Themen gibt, die die Menschen interessieren, auch hier und vor allem hier in Reinickendorf. Ja, Böllerverbot. Wir böllern alle gerne zu Silvester. Viele von uns. Ich bin auch so ein Typ, der Old Fashioned in einer leeren Sektflasche früher mal eine Rakete hochgeschossen hat. Und das ist auch völlig okay. Das ist völlig okay, auf diese Art und Weise das neue Jahr zu begrüßen. Aber in den vergangenen Jahren hat sich eine Entwicklung in Berlin gezeigt, auch in anderen Städten gezeigt, die schwierig ist. Dass es nämlich regelrechte Straßenschlachten gibt. Dass man anfängt, Polizisten und Feuerwehrleute anzugreifen und mit Raketen zu beschießen. Das darf nicht sein. Und dagegen müssen wir vorgehen. Das muss geächtet werden. Wer sich bei der Feuerwehr, wer sich bei der Polizei, bei den Rettungsdiensten für die Berlinerinnen und Berliner, für ihre Gäste einsetzt, der muss den Rückhalt der Gesellschaft spüren, der darf nicht beschossen werden. Und das beklagen wir jetzt schon seit einiger Zeit relativ folgenlos. Und jetzt ist irgendwann an der Zeit zu sagen, es ist vorbei mit dem, man müsste mal, sondern dann müssen wir an den Stellen, an denen es diese Übergriffe gibt, dann auch Polizei hinstellen, die dafür sorgt, dass das beendet wird. Und das habe ich vorgeschlagen an den entscheidenden Orten, an denen es solche Auseinandersetzungen gibt, mit Polizeipräsenz dafür zu sorgen, dass man gefahrlos auf der Straße ganz friedlich Silvester feiern kann. Darum geht es mir, und das ist der erste Vorschlag, den wir umsetzen können, denn man darf nicht nur darüber reden, man muss auch was tun. Also das, man müsste mal, merken wir uns, für ein nächstes Thema. Aber hier, ihr habt Thema Feuerwehr, ja in Tegel auch, da auch ein besonderes Thema noch. Vielleicht kannst du das aus der Bezirkssicht mal an den Innensenat geben. Naja, wie das bei vielen Dingen in Berlin ist, ist manches im Laufe der Zeit in Jahr gekommen und muss neu investieren. Das gilt auch für die Feuerwehrwache in Tegelort. Und wir wollen das auch tun. Und da sind ein paar Dinge noch zu regeln, da wird Andreas Geiser was zu sagen. Das Problem hier in Berlin, insbesondere in Reinickendorf, ist immer, dass die CDU, obwohl sie 5 Jahre den Innensenator gestellt hat, nichts gemacht hat, anschließend Unterschriften sammelt und meint, jetzt mit ihren Unterschriften kann man dafür sorgen und geht ein bisschen realen Problem vorbei. Da haben wir ein paar Spiele jetzt, der Kollege Schmidt und ich auch schon mal entsprechend ausgetragen. Und Andreas Geisel kann Ihnen jetzt mal sagen, dass wir natürlich diese Maßnahmen in Theo machen werden, sondern aber auf der anderen Seite auch seriös damit umgehen müssen und welche Voraussetzungen dabei zu erbringen sind. Ja, also auch dazu. Freiwillige Feuerwehren. Ehrenamtliches Engagement in freiwilligen Feuerwehren. Genauso wie ehrenamtliches Engagement in Sportvereinen. Ehrenamtliches Engagement in anderen Vereinen, in Kirchen, in Parteien, Vereinen. Dieses ehrenamtliche Engagement hält die Gesellschaft zusammen. Und das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, dass sich Menschen engagieren, dass man nicht Probleme an die Politik delegiert und sagt, das sollen die mal machen, sondern unsere freiheitliche Gesellschaft lebt davon, dass Freiheit nicht bedeutet, dass jeder machen kann, was er will. Freiheit ist schön. Vor allem heißt Freiheit, dass jeder von uns auch Mitverantwortung trägt für die Gestaltung der Gesellschaft. Und gerade deshalb habe ich große, große Hochachtung vor freiwilligen Feuerwehren. Ehrlich gesagt, wer sich in der freiwilligen Feuerwehr engagiert, muss ganz schön verrückt sein. Jeden Tag mit dem Pieper rumrennen, ganz normal arbeiten gehen und dann 3, 4, 5 Mal die Woche noch losziehen, um anderen Menschen zu helfen, das verdient Respekt. Und
Und als mich die Freiwillige Feuerwehr Tegel-Ort eingeladen hat und ich in Tegel-Ort war und mir das angeschaut habe, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geschämt. Ein bisschen geschämt für die baulichen Zustände, die es vor Ort dort gegeben hat. Die haben mit mir übrigens auch einen schönen Bootsfahrt über den See gemacht. War alles ganz super, aber der Bootsschuppen hat eben Löcher am Dach. Und da muss was geschehen. Und an dem Thema sind wir dran und haben dafür Geld besorgt. Und wir sind im Moment dabei, die freiwilligen Feuerwehren in Berlin Stück für Stück zu erneuern. Beispielsweise haben wir in Rauchfangswerder ein neues Gebäude hingestellt und solches Gebäude werden wir auch in Tegel-Ort hinstellen. Voraussetzung dafür ist, dass wir ein Baugrundstück haben. Ein Baugrundstück haben, das etwas größer ist als das jetzt vorhandene. Man muss ein Stück die Straße rausgehen. Und das ist Aufgabe des Bezirksamtes Reinickendorf, des Baustadtrates Reinickendorf, um es konkret zu sagen, dieses Grundstück zu bilden, damit wir darauf ein neues Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr Tegel-Ort bauen können. Und nun haben wir Geld zur Verfügung gestellt. Eine stattliche Summe, eine Millionensumme, ehrlich gesagt. Und dieses Geld wollten wir einsetzen, um das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr und das Bootshaus zu bauen. Und nun ist in Reinickendorf das Problem aber noch nicht geklärt worden. Das Grundstück ist nicht gebildet worden, weil ein Stück der Straße dazu kommen muss. Und wir haben auch eine Denkmalschutzdiskussion zu diesem Bootshaus. Und jetzt stand ich vor der Frage, was mache ich mit dem angesammelten Geld? Soll das jetzt verfallen? Nein. Da haben wir auch an anderen Stellen in der Stadt entsprechenden Bedarf. Und deswegen habe ich auch in Tegel-Ort gesagt, wenn wir nicht rechtzeitig ein Grundstück bilden, müssen wir das Geld nach Grünau geben, damit es nicht verfällt. Oder auch die Freiwillige Feuerwehr in Grünau ein neues Gebäude braucht. In dem Augenblick, in dem das Bezirksamt Reinickendorf ein entsprechendes Grundstück bildet, auf dem wir das Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr Tegel-Ort errichten können, werden wir wieder Geld für Tegel-Ort zur Verfügung stellen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich sehe da gerade die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Tegel-Ort. Sie haben gesagt, Sie hatten Spaß bei dem Termin. Ehrlich gesagt, ich hatte auch Spaß bei dem Termin. Und ich habe wirklich, wiederhole mich jetzt nochmal, ich habe Respekt vor Ihrer Arbeit. Und deshalb habe ich die herzliche Bitte, es gibt da jetzt so eine komische, also eine seltsame Unterschriftensammlung mit mir als Zielobjekt, dass Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Sie rennen bei mir offene Türen ein, das ist überhaupt nicht die Frage. Und ich glaube, dass auch das Bezirksamt Reinickendorf verstanden hat, dass jetzt mal ein Grundstück gebildet werden muss. Es wird an der Stelle Zeit. Und deshalb 15 Zentimeter fehlen noch, sagen Sie ja, aber das Grundstück muss trotzdem gebildet werden. Deshalb hier von der Bühne mit aller Seriosität, wenn das Grundstück zur Verfügung steht, stellen wir natürlich Geld zur Verfügung, weil auch Tegel-Ort eine entsprechende freiwillige Feuerwehr braucht und weil ich mich nicht beim nächsten Besuch schämen möchte. Sondern ich möchte ein ordentliches Gebäude eröffnen. Sie hatten mir gesagt, Sie kommen zum Richtfest. Ich komme zum Richtfest, klar. In der nächsten Legislaturperiode. Selbstverständlich. Herr Senator, jetzt kommen wir zum Schluss doch bitte noch zu einem sehr ernsten und auch internationalen Thema, wo viele in der Stadt sagen, na endlich tut sich was, die sogenannte Clan-Kriminalität. Gibt einen 5-Punkte-Plan, wie sieht der aus? Gleich angehängt die Frage, kann das klappen, wo das ja auch wirklich über Ländergrenzen hinweg geht? Na, zumindest muss man mal anfangen. Ich weiß nicht, wer hier im Raum die Fernsehserie 4 Blocks kennt. Und melden Sie sich mal, wer kennt das? Genau, eigentlich eine gute Serie. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich hatte auch übrigens Spaß dabei, als ich die erste Staffel gesehen habe. Anfangs war ich misstrauisch, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Aber eigentlich ist das Bild, was dort gezeichnet wird, dass Jugendliche das Vorbild bekommen, dass man nicht durch Arbeit im Leben besteht und Geld verdient, sondern durch Kriminalität ein schlechtes Vorbild. Das darf nicht sein. Und ich glaube, wir haben das viel zu lange schweigend hingenommen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass Vereine und ehrenamtliches Engagement die Stadt, die Gesellschaft zusammenhält. Und es ist in der Tat so, diejenigen, die jeden Tag arbeiten gehen, die jeden Tag sich für diese Gesellschaft engagieren, halten die Gesellschaft zusammen. Das ist das Rückgrat der Gesellschaft. Solidarität ist nicht ein Wort, das man so dahin sagt, sondern es wird von Menschen gelebt. Und wenn es dann Kriminelle gibt,
die diese Regeln des Rechtsstaats nicht anerkennen. Die sagen, diese Regeln gelten nicht für uns. Da kann man das mit einem Schulterzucken hinnehmen und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, dass die rumprotzen. Ist ja nicht so schlimm, gibt ja Leute, die schlimmer sind. Aber auf Dauer höhlt es den Rechtsstaat aus, wenn man Regeln verletzen darf, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und deshalb, meine Damen und Herren, das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt funktioniert, indem es Regeln gibt und die Regeln auch eingehalten werden. Und das tun wir jetzt. Das tun wir ressortübergreifend. Die Berliner Polizei hat sich mit der Staatsanwaltschaft zusammengetan, hat sich mit anderen Senatsverwaltungen zusammengetan, mit dem Jobcenter zusammengetan und hat gesagt, wir greifen jetzt niedrigschwellig ein. Wir nehmen das nicht mehr hin. Wir vernetzen uns, wir nehmen uns die einzelnen Personen vor, wir nehmen uns die einzelnen Clans vor. Man muss da differenzieren, nicht jeder, der den Namen trägt, ist auch wirklich kriminell, sondern man muss das sich genau anschauen. Aber diejenigen, die kriminell sind, denen werden jetzt Grenzen aufzeigen. Und das tun wir. Und sie beobachten das jetzt seit geraumer Zeit, fast einem Jahr. Beispielsweise haben wir 73 Immobilien beschlagnahmt von einem solchen Clan und haben gesagt, weist uns erstmal nach, dass ihr das rechtmäßig erworben habt. Wir ziehen über 100 Autos pro Jahr ein. Mit der Maßgabe, weist uns erstmal nach, dass ihr das rechtmäßig erworben habt. Profilierungsfahrer werden von uns bekämpft. Und mag sein, dass das ein langwieriger Kampf ist. Ja, das wird uns viele Jahre beschäftigen. Übrigens wird dann vor Block schon vergessen sein. Und darauf kommt es an, nachhaltig an dieser Stelle zu arbeiten. Nicht spontan, es muss sorgfältig untersucht werden, sorgfältig vorbereitet werden. Aber wir sorgen dafür, dass es wehtut. Und nun hat es in der vorvergangenen Nacht einen Anschlag auf die Autos des Ordnungsamtes in Neukölln gegeben. Ich will nicht spekulieren darüber, wer da was verursacht hat. Wir hatten zwei Tage vorher gerade eine Razzia in der Sonderallee im Reich- und Hermannstraße gemacht und gezeigt, wie der Staat gegen nochmal Gewerbeverstöße und Kriminalität vorgeht. All denen, also sollte sich herausstellen, dass das ein Gegenschlag war, dann haben diejenigen, die die Autos des Ordnungsamtes angezündet haben, sich geirrt. Die haben sich geirrt, erstens, weil das Ordnungsamt heute schon wieder auf der Straße unterwegs war, weil wir neue Autos besorgen, und zweitens, weil uns das bestärkt in unserer Arbeit. Das bestärkt uns, Regeln durchzusetzen. Regeln gelten in dieser Stadt, wir setzen sie durch, denn Unterstützung müssen diejenigen bekommen, die sich jeden Tag zur Arbeit begeben, die jeden Tag für diese Gesellschaft arbeiten, die diese Gesellschaft zusammenhalten, nicht diejenigen, die mit Kriminalität glauben, ihren Reibach zu machen, auf Kosten der Allgemeinheit. Das ist unser Prinzip und das setzen wir durch. Also Andreas, du wirst dich nicht erinnern, aber der Innensenator hat sich schon mal darüber beschwert, dass ich zu gut über ihn rede, ihn zu viel lobe. Ich kann nur auch aufgrund meines Alters sagen, habe schon viele Politiker und Politikerinnen auch erlebt. Guckt euch die Schicksalsjahre einer Stadt an, im RBB. Und ich wundere mich hier heute Abend wieder, warum die SPD nicht so gut dasteht, wo sie doch Politiker wie Andreas Geisel hat. Also irgendwann muss sich das eigentlich auch politisch und in Wählerstimmen auszahlen. Die Hoffnung stirbt sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob dazu noch was sagen. Ich weiß, dass hier im Raum nicht alle Sozialdemokraten sind. Ich wende mich jetzt mal an die Sozialdemokraten unter Ihnen. Genossen, Kopf hoch. Vom Jammern wird es nicht besser, dass diese Stadt heute so gut dasteht, dass wir den 7. Jahreshaushalt in Folge mit Milliardenüberschuss haben. Ist kein Zufall, sondern das ist das Ergebnis von Arbeit. Dass die Stadt so gut dasteht, wie sie dasteht, ist das Ergebnis von Arbeit. Dass wir im Jahr 2020 20% Arbeitslosigkeit hatten, heute unter 10% sind, ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis von Arbeit. Und deshalb, Genossinnen und Genossen, ja, ich weiß, es ist schwer. Es gibt auch schwere Zeiten. Aber lasst uns zusammenstehen. Aber nicht jammern, sondern wir regieren diese Stadt. Wir haben eine Vision von der Zukunft dieser Stadt. Wir sorgen für den sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt. Deshalb kann ich nur appellieren, bitte Kopf hoch, nicht die Hände. Bravo! Herzlichen Dank euch beiden.